Bom dia und willkommen bei Drinkspiration. Ich bin Andreas von Tastillery und jetzt machen wir den ultimativen Beach-Cocktail, den Caipirinha. Wir haben hier ein Cachaça, das ist die brasilianische Nationalspirituose, ähnlich wie ein Rum, aber doch ganz anders. Wird aus frisch gepresstem Rohrzuckersirup hergestellt und daher kriegt das gute Stück auch die frischen, fruchtigen Noten. Hierfür benutze ich ein Cachaça in Bio-Qualität der Jaguara, wirklich schön mild und frisch. Den Caipirinha bauen wir im Glas, das heißt, wir brauchen keinen Cocktailshaker oder Rührglas. Die erste Zutat, die wir brauchen für die Caipirinha, ist die Limette. Schneiden wir einmal in 8 Stücke und dann werdet ihr direkt schon sehen, dass hier in der Mitte so ein weißer Strunk ist. Das wollen wir natürlich nicht mit im Drink haben, denn das bringt Bitterstoffe mit rein. Also ganz wichtig, dieses Mittelteil hier abschneiden und dann die Limette achten. Da die Limetten, die ich hier verwende, relativ klein sind, nehme ich auch wirklich alle 8 Teile mit ins Glas. Und das Ganze wird jetzt aufgegossen mit Cachaça. Hierfür nehmen wir 70 Milliliter. Wenn ihr etwas Zeit mitbringt, wunderbar. Lasst das Ganze hier so ein bisschen im Glas nachziehen, denn entfalten sich die Geschmacksaromen umso mehr. Nächster Schritt. Wir muddeln die Limetten jetzt in den Cachaça. So richtig schön reindrücken und einmal drehen den Muddler, dass die ätherischen Öle aus der Schale sich lösen. Traditionell benutzt man braunen Rohrzucker. Was ich jedoch nicht mag, ist es, wenn man diese kleinen Zuckerkristalle zwischen den Zähnen hat, das Ganze knirscht, mag ich nicht. Daher presse ich die jetzt zu einem Sirup. 3 Zuckerwürfel ergeben genau 30 Milliliter, denn das ist das, was wir für unseren Caipi brauchen. Also rein ins Glas. Ich bin der Meinung, in der Caipirinha hat ein Crushed Ice nichts zu suchen, da das Ganze viel zu schnell verwässert. Deswegen nehme ich so einen schönen Eiswürfelstick. Lang genug, damit er nicht schmilzt, aber auch groß genug, um das Ganze zu kühlen. Das Ganze einmal schön umrühren, damit sich der Zucker, der Saft und der Cachaça einmal schön vermengen können. Nur noch ein Strohhalm rein. Et voilà, fertig ist die Caipirinha. Mal gucken, wie sie schmeckt. Cheers! Genauso wie ich sie mag. Richtig schön frisch, kalt, süß und Säurebalance ist ideal. Ein guter Cachaça macht so einiges aus. Richtig erfrischend. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch Strand und ein Meer, in das ich reinspringen kann. In dem Sinne, cheerio, ich bin dann mal weg.